Hallo, herzlich willkommen, ihr Zauberfrauen, heute zum Live-Coaching mit dem wunderschönen Titel Die fünf Schlüssel, um dein Einkommen, deine Einnahmen zu erhöhen. So, ich warte mal, wer reinkommt. Hallo, guten Morgen. Ja, Mahlzeit, ihr. Kommt mal rein. Hallo, liebe Peggy, Julia, hallihallo. Hallo, liebe Sabine. Sehr schön. Ja, wir warten kurz, dass ihr schon mal alle reinkommt. Und ihr könnt ihr mir schon mal sagen, ob ich gut zu hören, gut zu sehen bin. Das ist immer ganz wichtig. Hallo, liebe Ines, liebe Andrea. Hallo, liebe Mandy. Oh, schön, ihr Lieben. Juhu, juhu. So, ich mache mal gerade hier die Technik, dass ich das auch alles sehen kann. Hallo, liebe Sonja. Hallo, liebe Sabine. Hallo, Sarah. Genau. Und was mich immer total interessiert ist, von wo schaut ihr zu? Das interessiert mich immer total und ich glaube auch die anderen, um immer mal zu gucken, wo stecken denn die anderen von den ganzen tollen Zauberfrauen? Super, ich muss wieder hier immer ein bisschen runterscrollen. Hallo, liebe Christiane. Für Ines, hallo, lieben. Endlich habe ich Internetverbindung. Yeah! Und was ist noch möglich? Die Tina schaut zu. Andrea, alles top, perfekt. Hallo, du Oberhexe. Die Bianca schaut zu. Sabine, Sonja. Okay, also gut zu hören, gut zu sehen. Perfekt. Speckgürtel von Dresden. Die Barbara schaut zu. Aus Berlin, die Mandy. Yes. Genau. Und wir wollen ja heute ein interaktives Live-Coaching machen. Das heißt, arbeitet bitte aktiv mit, stellt mir eure Fragen rein, stellt mir die Themen rein. Und ich möchte euch heute Schritt für Schritt fünf Punkte sagen, die ganz, ganz, ganz wichtig und wirkungsvoll sind, um deine Einnahmen zu erhöhen, um deine Einnahmen zu verdoppeln. Ich finde, verdoppeln ist immer erstmal so ein guter Schritt, weil wenn wir merken, verdoppeln klappt, dann trauen wir uns oft, da noch drüber zu gehen und weiterzugehen. Also nehmen für euch erstmal das Verdoppeln. Aus Berlin, Mönchengladbach, Kempten im Allgäu. Hallo aus dem Auto. Super schön. Hallo liebe Kerstin. Die Sarah schaut zu aus Wörth am Rhein. Die Claudia sieht zu. Die Sonja. Hi, perfekt. Ja. So, und wir starten auch ziemlich zeitnah los. Das heißt, wer jetzt nachträglich reinkommt, würde mich trotzdem freuen, wenn ihr immer schreibt, von wo ihr zuschaut und natürlich auch wirklich den Chat nutzt, um eure Fragen reinzustellen. Ich muss leider immer hier ein bisschen rumscrollen. Also es kann sein, dass ich manche Sachen ein bisschen später sehe. Und wir haben natürlich auch eine kleine zeitliche Verzögerung hier mit drin, aber davon lassen wir uns jetzt nicht abhalten. So, vielleicht sage ich ganz kurz noch mal was zu mir, wer mich noch nicht kennt. Mein Name ist Mandy Pohl. Ich bin Gründerin dieser wundervollen Restart Your Money Mind Gruppe. Selber seit 25 Jahren Unternehmerin, komme ursprünglich aus dem Finanzbereich, war dann lange im Vertrieb und habe so eine Leidenschaft in mir entdeckt, weil ich mit vielen Menschen gearbeitet habe und oft kam die Frage: Aber wir tun doch, wir machen doch diese Sachen und trotzdem werden wir nicht erfolgreich. Und das hat mich so interessiert, dass ich da immer tiefer reingegangen bin. Warum haben wir so Themen, die wir eigentlich wollen, aber es nicht klappt? Beziehungsweise, wo wir immer wieder so dann in Zweifeln kommen, weil es bei uns nicht funktioniert. Wo wir gerne mehr Erfolg haben wollen und irgendwas in uns immer wieder da ist und dafür sorgt, dass es im Außen nicht funktioniert. Und da habe ich selber dann auch verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht. Und zum Teil natürlich mit der Spezialisierung, was machen wir hier oben, wenn wir uns so richtig schön behindern? Und wir haben so bestimmte Erfolgsverhinderungsprogramme in uns, die, wenn wir wirklich in unsere Größe gehen, wenn wir wirklich zulassen, was unsere Fähigkeiten sind, wenn wir wirklich annehmen, dass wir in ganz vielen Bereichen wirklich nur Definitionen für uns haben, Ansichten haben, dass wir so viele Glaubenssätze im System haben, denen wir ja bewusst immer wieder folgen, um uns immer wieder zu bestätigen, warum wir keinen Erfolg haben. Und das Ganze natürlich kombiniert mit dem Thema Geld, das ist das, wo ich so richtig bei
Also das, wo ich so richtig in meiner Geniezone bin, weil letztendlich ist das Geld in diesem Leben, in dieser Welt unheimlich wichtig, damit wir unsere Grüße leben können, damit wir uns das Leben machen können, unsere Träume, damit wir genau unseren Dienst in die Welt bringen können, damit wir uns ein schönes, freies Leben machen können, damit wir entspannt unsere Kinder großziehen, damit wir so viel mehr in diese Welt bringen können, als dieses Hamsterrad, womit wir eigentlich erstmal geboren werden. Und irgendwann kommt der Schritt, wo du dich entscheiden darfst, alles zu ändern, alles in Frage zu stellen, um dein Bewusstsein, deine Realität neu entstehen zu lassen. Und darüber werden wir heute ein bisschen reden. Und das Ganze kombiniere ich natürlich mit diesen 5 Schlüsseln, die ihr wirklich wie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung euch vielleicht auch mitschreiben könnt, um zu gucken, wo stehe ich da? Wo, an welcher Stelle ist mir das überhaupt schon bewusst? Oder wo ist es völlig neu für mich? Und egal was ist, ich bitte dich, dass du einfach von Anfang an möglichst bewertungsfrei da reingehst, dass du möglichst, wie soll ich sagen, für dich zulässt, dass du neue Erkenntnisse bekommen darfst. Und damit möchte ich starten. So, ich gucke gerade nochmal nebenbei, was ihr noch Schönes geschrieben habt. Die Petra schaut zu, die Claudia, die Lela. Der Chat von der Christiane ging nicht, aber jetzt geht er. Da, wir haben es gezaubert. Die Martina schaut zu. Ach, wie schön. So, ihr Lieben, ich lege direkt los. Und einer der für mich am wichtigsten Schlüssel, wenn du deine Einnahmen verdoppeln möchtest. Wir nehmen heute dieses Verdoppeln. Aber wie gesagt, das Verdoppeln ist in der Realität, du kannst es auch verdreifachen, verzehnfachen, verhundertfachen machen. Ja? Ich möchte nur über irgendwas reden jetzt. Dieser erste, allerwichtigste Schlüssel, um deine Einnahmen zu verdoppeln, ist Commitment. Ist eine Entscheidung für dich. Ich habe mir einen kleinen Zettel vorbereitet, also wenn ich mal runter gucke, dann einfach, damit ich wirklich nichts vergesse. Alles, wo du heute kreiert hast oder wo du heute entschieden hast, dass es so und so zu sein hat, was deine Realität ist, was dein Normal ist, das ist in deinem Unterbewusstsein, in deinem Bewusstsein, in deinem gesamten energetischen und körperlichen System gespeichert. Und wenn du daran etwas ändern willst, ist es ganz wichtig, dass du erstmal neue Entscheidungen triffst. Und hier in dieser Gruppe sind die überwiegende Zahl der Frauen Unternehmerinnen und Selbstständige, ab und zu auch natürlich Angestellte, die in die Selbstständigkeit wollen, weil dafür bin ich einfach der richtige Coach. Und zu dem Thema, weil für mich ist Freiheit im Business damit gekoppelt, dass wir das in unternehmerischer Form in die Welt bringen und damit wirklich frei zu werden. Und dein Commitment, das ist deine innere Entscheidung für dich. Deine Entscheidung für dein Business, deine Entscheidung, deinen Dienst in die Welt zu bringen, deine Entscheidung, das Geld zu verdienen, deine Entscheidung für das, was du haben möchtest. Und nur du selber kannst für dich wirklich festlegen, was du möchtest. Und dann ist das Allerwichtigste, dass du dich dafür entscheidest. Und viele Frauen, das ist das, was ich immer wieder erlebe, ist, sie möchten etwas gerne, aber sie treffen nicht die Entscheidung. Sie eiern um diese ganzen Themen herum und befinden sich jahrelang in ihrem Business in diesem Ich-Möchte-Zustand. Und da ist es wichtig, dass du als allererstes wirklich entscheidest, was du möchtest. Dass du für dich wirklich ein Commitment abgibst. Ein Commitment, alles wirklich zu sein und alles wirklich zu tun und alles wirklich zu kreieren, entstehen zu lassen. Alles wirklich, wirklich dafür zu tun, dass du das auch bekommst und dass du das auch erreichst. Und es geht darum, dass du für dich keine Entschuldigung mehr suchst. Entschuldigung, warum etwas nicht funktioniert. Entschuldigung, warum du etwas nicht tun kannst. Entschuldigung, warum bei dir alles anders ist. Diese ganzen Entschuldigungen, die wir haben für uns und natürlich für andere Menschen, da haben wir zum Teil ja noch viel mehr Entschuldigung. Das sind Geschichten. Diese ganzen Geschichten, die du dir erzählst, warum etwas nicht funktioniert, sind das, was kein Commitment ist. Wenn du diese Geschichten einfach mal bereit bist aufzugeben und immer
wo du merkst, du gehst wieder in so ein Entschuldigungsthema rein, zu sagen, okay, no, mein Commitment für mich ist, ich habe entschieden, dass ich committe mich meinem Business gegenüber, alles zu tun, was nötig ist, um genau dahin zu kommen, wo ich möchte. Und bei ganz, ganz vielen ist der erste Schritt, sie haben kein Commitment. Sie sind nicht sich selber, ihrem Business, ihren Kunden, ihrer Dienstleistung, ihrer Vision, ihrem Herzensthema, ihren Fähigkeiten, all diesen Sachen sind sie nicht committed, sondern sie finden immer irgendwelche Geschichten, warum es nicht funktioniert. Und wenn du da so ein leises Gefühl für findest, ja, da könnte was dran sein, schreib dir das mal wirklich auf, weil das ist einer der, ich pack den an den Anfang, weil das ist einer der wichtigsten Schlüssel überhaupt, wenn du deine Einnahmen vergrößern möchtest, verdoppeln möchtest. So, ich guck mal wieder in den Chat. Kyra schaut zu, hallo liebe Anna, die Doris schaut zu, Tanja, die Vera, die Ilse, Bilze. Super, okay, seid ihr gespannt, der zweite Schlüssel. Und immer wenn ihr auch das Gefühl habt, ihr wollt mal was mitteilen, schreibt es in den Chat. Und geht davon aus, dass wenn ihr auch eine Frage habt, dass ganz, ganz viele der Frauen, die hier zugucken, dieselbe Frage haben, sich nur gerade nicht trauen, sie reinzuschreiben. Also haut's raus, immer raus damit. Und ich habe was, wo ich mitarbeiten kann. Ja? Ich kann euch nur helfen, wenn ich weiß, was in dem Moment bei euch los ist. Der zweite, wirklich entscheidende Schlüssel, um deine Einnahmen zu verdoppeln, ist, dass du rauskriegst, was du zu dem Thema Geld verdienen, Geld haben denkst. Diese Glaubenssätze, die wir im System haben, das sind häufig die, die dich davon abhalten, mehr Geld zu verdienen, die dich davon abhalten, wirklich den Geldfluss in deinem Leben zu haben, den du haben könntest. Und ich beschäftige mich ja unheimlich viel mit dem Thema Unterbewusstsein. Und du kreierst dein Leben anhand deiner Glaubenssätze. Das heißt, das, was du glaubst, das ist das, was du siehst. Deine Realität, das, was du erlebst im Leben, ist das, was du glaubst. Und zum Teil unbewusst. Und gerade hier gilt es rauszukriegen, was denkst du denn? Wo etwas nicht funktioniert, wo du sagst, ich krepe seit Jahren rum, mein Business habe ich seit 5 Jahren, seit 10 Jahren, aber wenn ich ehrlich bin, verdiene ich kein Geld. Oder ich verdiene Geld und es bleibt kein Geld übrig. Oder wenn ich Geld verdiene, kommt immer irgendwas und sorgt dafür, dass es wieder weg ist. Das sind so klassische Muster, die wir drin haben. Dies heißt, diese zu durchbrechen und zu verändern. Und das, was du in deinem Business verdienst, ist das, was du heute glaubst, was du in deinem Business verdienen kannst und was sich für dich stimmig anfühlt. Und diese ganzen Ansichten, diese Definitionen, die wir auch dort im System haben, zum Teil unterbewusst, das ist das, diese Programme. Das sind wie wirklich Programme. Stell dir vor, du bist ein Computer und du kriegst eine Hardware, du kriegst jetzt eine Software, Programme raufgespielt. Und dann kommen immer wieder Updates obendrauf, 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 obendrauf. Die Programme dort drauf hast du nicht selber geschrieben. Die hast du nicht selber dir ausgedacht. Die hast du dir aufspielen lassen. Und jetzt gilt es darum, die Programme, die nicht förderlich sind, wenn du mehr Einnahmen haben möchtest in deinem Business, wenn du dein Einkommen verdoppeln möchtest, heißt es, die Programme runterzuschmeißen, zu löschen oder zumindest erstmal zu überschreiben, zu updaten, die dafür sorgen, dass du dort bist, wo du bist. Okay, sehr gerne bei dem Thema. Moment, ich muss mal wieder runterscrollen. Hallo, liebe Karin. Schreibt rein und ihr kennt eure behinderndsten Glaubenssätze, kennt ihr manchmal, die schon im Bewusstsein sind. Darunter stecken in der Regel noch andere. Aber nutzt es jetzt und schreibt sie mal hier rein in den Chat. Das heißt, wenn du einen Glaubenssatz hast, wirst du dein ganzes Leben so kreieren, um dir diesen Glaubenssatz zu bestätigen. Du bist immer damit beschäftigt, dir zu beweisen, dass das, was du denkst, ja richtig ist. Und wenn du etwas denkst, was dich dauerhaft abhält, mehr Geld in deinem Business zu verdienen, musst du
dein Denken dazu verändern. Und schreibt mir doch mal jetzt gerne in den Chat rein, was sind so Glaubenssätze, die ihr schon mal identifiziert habt, die ihr denkt. Wenn es darum geht, okay, du könntest morgen 10-mal so viel verdienen. Was denkst du da in dem Moment jetzt? Schreib es mal bitte rein. Dann können wir direkt drauf eingehen. Du bist dir da, also nicht bewusst, sondern wir beweisen uns immer unser Denken selber. Unser gesamtes System ist damit beschäftigt, dir zu beweisen, dass das, was du denkst, richtig ist. Und wenn da irgendein Scheiß im System steckt, dann ist es wichtig, dass du das veränderst. Hallo, liebe Stefanie, schön, dass du zuschaust. Okay, also schreib sie gern rein. Geld verdirbt den Charakter. Geiler Glaubenssatz, den haben ja ganz viele. In dem Moment, wo du das glaubst, wird alles in dir dafür sorgen, dass du nicht zu mehr Geld kommst. Und jetzt heißt es wirklich, diesen Glaubenssatz erstmal überhaupt zu erkennen und den überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass man so denkt. Und da haben wir eine Liste drin. In meinem Coaching holen wir so viele Glaubenssätze raus, was du wirklich über Geld irgendwo in dir gespeichert hast, wo ganz klar ist, warum deine Einnahmen nicht mehr sind. Oder warum etwas in dir drinne immer dafür sorgt, dass das Geld wieder weg ist. Oder dass an irgendeiner bestimmten Grenze, wenn du innerlich in einen Konflikt kommen würdest, weil zu viel Geld ja schlecht ist, zu viel Geld ja deine Spiritualität behindert, zu viel Geld ja andere Menschen neidisch macht und, was wir da alles so drinne haben, dann wird dein System dafür sorgen, dass in dem Moment das Geld wieder verschwindet. Und ich beschäftige mich wirklich seit 25 Jahren mit dem Thema Geld. Und ich habe auch immer Geld verdient. Und trotzdem hat in meinem Leben immer wieder etwas dafür gesorgt. Und zwar so drastisch, dass ich irgendwann nicht mehr weggucken konnte, dass alles wieder weg war. Und das war bei mir zum Beispiel immer ein Beziehungsthema. Und ich durfte 36 werden, von einem Tag auf den anderen wieder ohne alles dastehen, mit zwei kleinen Kindern, mit einer gemieteten Wohnung erstmal, die in Potsdam mega teuer sind. Keine Ahnung, wie es weitergeht, bis mir zum allerersten Mal bewusst wurde, dass ich in meinem System etwas habe, was das Ding auslöst, weil diese Schleife habe ich schon ganz häufig in meinem Leben gefahren. Ich habe immer dafür gesorgt, und zwar war es bei mir, ich mache euch ein Beispiel, damit ihr mal guckt, was kommt da bei euch. Ein Glaubenssatz, dass man sich Freiheit erkaufen muss. So, und jetzt stell dir mal vor, du möchtest eine Beziehung so verändern und hast einen Glaubenssatz, der sagt, Freiheit muss man sich erkaufen. Was wirst du innerlich dafür, was wird innerlich passieren? Dein System wird dafür sorgen, damit du ja, weil man sich Freiheit erkaufen muss, ja möglichst viel bezahlst, damit du wieder frei wirst. Und am besten alles, damit du ja in dir drin gar kein schlechtes Gewissen mehr haben musst. Und das habe ich ganz häufig in meinem Leben gemacht. Und wie gesagt, irgendwann habe ich ihn erkannt. Und die Lerneffekte dahinter, die wurden immer größer. Der Druck dahinter wurde immer größer. Und als nächstes kam dann ein Tumor am Hals, damit ich dieses Thema endlich angehe. Das war mein Learning zu dem Thema. Und meine ganze Ausbildung, mein ganzes Wissen, meine ganzen Themen, meine ganzen Strategien mit dem Thema Geld haben mir nichts genutzt, solange ich dieses Ding im System stecken hatte. Versteht ihr? Und das ist das, was ich sagen möchte. Nur Strategie reicht nicht. Wenn dein Glaubenssystem so aufgebaut ist, dass in dir drinne etwas sagt, ich habe ganz viel mit spirituellen Frauen, mit Frauen, die sehr medial veranlagt sind, die ganz häufig im System das Thema haben, dass Geld schlecht ist und sie ihre Spiritualität von dem Geld entkoppeln müssen. Ansonsten passiert was Schlimmes. Oder sie kriegen karmisch irgendein Thema, weil sie zum Teil in irgendwelchen anderen Leben auch Eide, Schwüre und so weiter abgelegt hatten, damit ihre Fähigkeiten zum Beispiel, wie soll ich sagen, die nicht rauszubringen. Und da steckt so viel unbewusst drin. So, ich guck mal in dem, ich sage das jetzt, damit ihr mal guckt, was kommt da vielleicht bei euch hoch, was triggert euch dort. Um viel Geld zu haben, muss man hart arbeiten und ruiniert sich. Yes. Das ist ein geiles Ding. Und wie viele von euch haben
in ihrer Kindheit Unternehmereltern gehabt, die aus der Leichtigkeit, aus der Freude agiert haben und die dir gesagt haben, es macht total Spaß und ist total einfach, Geld zu verdienen. Und du hast gesagt, ja, das ist geil, das will ich auch. Ich wette keiner, sonst wärt ihr nicht in dieser Gruppe. So, aber es gibt diese. Und komischerweise sind die so einfach dabei, Geld zu verdienen, weil das so völlig normal ist. Und wir haben ganz häufig dieses, man muss hart arbeiten, hart arbeiten, hart arbeiten. Streng dich gut an, dann kriegst du tolle Noten. Hast du tolle Noten, kriegst du einen tollen Job. Wenn du einen tollen Job hast, ist der sicher und du verdienst viel Geld. Und dann musst du richtig hart arbeiten, hart arbeiten, hart arbeiten. Und ich bin nicht diejenige, die sagt, du musst nicht arbeiten. Setz dich nur hin, nimm den Zauberstab und es läuft. Nein, auch in deinem Business darfst du arbeiten. Und von mir aus auch mal zeitweise hart. Aber es darf nicht dieses Harte sein, was als Glaubenssystem funktioniert. Du kannst von mir aus 18 Stunden am Tag arbeiten. So eine Tage kenne ich. Aber es macht mir Spaß, es macht mir Freude, weil ich das tue, was ich wirklich will. Und das ist für mich dann gar nicht Arbeiten. Ja? Und das ist nicht hartes Arbeiten, sondern es ist für mich definiertes Arbeiten, dass ich jetzt diese Zeit dort für einsetzen möchte. Versteht ihr? Da ist eine völlig andere Energie dahinter. Wenn du den Glaubenssatz hast, du musst hart arbeiten und dann ruinierst du dich, weil du viel Geld haben wirst. Was wirst du tun? Du wirst hart arbeiten. Dein System wird sich wiederherstellen. Damit du dir nicht deine Gesundheit ruinierst, wird es dafür sorgen, dass du kein Geld verdienst. Und was ist das für ein bekloppter Glaubenssatz? Also dann kannst du auch gar nicht hart arbeiten und ja, aber so haben wir genau, diese Schachteln haben wir da drinnen. Und ganz, ganz viele Frauen sind Meister im Hartarbeiten und am besten noch die Kinder versorgen und den Partner organisieren und den Rücken frei halten. Und wir haben so viele Rollen zum Teil. Und wenn wir dann nicht die in unserem Business definiert haben, dass es wirklich so leicht gehen darf und dass es so Spaß macht, damit Geld zu verdienen, bleibst du energetisch auf der Strecke, wenn du nicht weißt, wie du genau immer wieder in deine Energie kommst. Und wir bedienen einfach mal sehr viele Rollen. Und je weniger Rollen du bedienst, umso leichter ist es auch. Ja? Okay, ich gucke mal schnell weiter. Ich kann das nicht. Ja, das ist ja auch was wir sehr viel gehört haben. Hör auf damit, das kannst du nicht. Und wie wäre es, wenn das alles nur eine Bullshit-Story ist? Weil das, was du wirklich kannst und dir so leicht fällt, dass du es gar nicht wahrnimmst, das kannst du zwar perfekt, das kannst du mit Bravour. Und wie wäre es, wenn du einfach damit dein Geld verdienst und es so einfach ist wieder, weil du kannst alles. Und wie viele Frauen hier, die haben so mega Fähigkeiten und da denken immer von sich, sie sind nicht gut genug. Und sie denken immer wieder von sich, es reicht nicht. Sie brauchen noch eine Ausbildung. Sie müssen noch mehr darüber wissen. Sie müssen noch das und das an Ausbildung machen. Und was, wenn ich euch sage, auch das ist ein Erfolgsverhinderungsprogramm. Du hast alles in dir, was du brauchst, um deinen Dienst wirklich in die Welt zu bringen. Du musst gar nichts davon lernen mehr, sondern du musst einfach nur tun. Weil das, was du wirklich dann anwendest, was du wirklich brauchst, das ist in dir. Das ist da. Du brauchst nicht noch was für den Kopf. Du brauchst was fürs Herz, um endlich damit rauszugehen. So, Andrea schreibt, ich schieße mich ins Aus, wenn ich zu viel Geld habe. Ich gehöre dann nicht mehr dazu. Genau. Danke, Andrea, weil das ist auch so ein Thema, was viele Frauen haben, weil wir oft gelernt haben. Guck mal, wie, als ihr recht jung wart, wie sind Menschen, die euch geprägt haben? Wie sind eure Eltern umgegangen oder wie haben die gesprochen über Menschen, die viel Geld haben? Habt ihr da dazugehört oder waren das die Arroganten oder die Neureichen? Oder guck mal die Energie, die dahinter war. Oder haben die gesagt, das ist geil, dass die Nachbarn, denen geht so gut, das finde ich so toll, ich muss sie mal fragen gehen, wie die das machen. Genau. So. Ich sehe euch gerade grinsen. Sarah schreibt, mir hat mal eine Kartenlegerin gesagt, dass ich immer so viel Geld habe, dass es gerade so reicht. Also ich nicht arm oder reich werde, aber ich will mehr. Ah, okay.
hätte ich jetzt gerade zwei Antworten. Das eine ist, wem vertraust du mehr, dir oder einer Kartenlegerin? Das ist die erste Antwort, liebe Sarah. Und die zweite Antwort ist, was ist, wenn eine Kartenlegerin, wie auch, es gibt unheimlich viele Kartenlegen, ist halt eine Art, einfach nur das dir sagen kann, was zu dem Moment in deinem System ist. Und wenn das genau so war, dass in dem Moment in dein System sagt, dass du immer gerade so viel Geld haben wirst, dass es so reicht. Und du deswegen, auch solange du das in dir nicht änderst, sich an dieser Situation gar nichts ändern wird. Womit wir wieder bei Punkt 1 ankommen, Commitment. Committe dich dir gegenüber, das für dich nicht mehr glauben zu wollen und dir eine neue Realität dazu zu schaffen. Und jeder Einzelne hier kann das. Es ist wie mit der, wie soll ich sagen, kann jemand die Zukunft voraussagen? Was denkt ihr? Es gibt ja verschiedene Praktiken. Schreibt mal rein, was denkt ihr? Kann jemand eure Zukunft voraussagen? Das interessiert mich jetzt mal. Ich gucke mal gerade schon mal weiter. Die Christiane schreibt, zum ersten Schlüssel, dass im Außen Anforderungen sind, dass ich durch Krankheit meiner Tochter erfüllen muss. Der zweite Schlüssel ist bei mir, alles, was ich einnehme, wird mir wieder genommen. Oh ja, oh ja, oh ja. Das ist natürlich auch ein tolles Glaubenssystem, was du dir ständig beweist. Das ist genau im Außen, wird genau das passieren, weil du im Innen das denkst. Ne? Die Barbara schaut zu. Hallo. Beatrix, viel Geld haben nur die anderen, die an der Macht sind. Ah, wie geil, das Machtthema. Was sind Menschen, die ganz viel Geld haben? Weil Geld ist Macht. Was macht das jetzt mit euch? Ich trigger jetzt bewusst. Und wo hast du Angst, deine Macht, dieses machtvolle Wesen zu sein, was du eigentlich in Wirklichkeit bist, wo hast du die Hosen voll und traust dich nicht, deine Macht anzunehmen? Weil in dem Moment machst du den Kanal auf, dass Geld fließt. Das kommt noch in einem anderen Schlüssel, aber das nehme ich jetzt schon mal voraus. Macht ist so ein Triggerthema. Und wie wäre es, wenn du keine Definition mehr hättest auf dem Thema Macht? Wenn Macht etwas Tolles ist, wenn du in deiner Macht alles kreieren kannst, wie du es möchtest, und du entscheidest, wofür du es einsetzt, Gutes, Schlechtes, für dich, für andere, diese Macht zu haben. Und ja, das ist das, wenn du Geld hast. Und wenn du eine negative Belegung auf dem Thema Macht hast, Macht machst du den Geldhahn zu. Aber wir wollen hier das Einkommen verdoppeln. Und daher, danke, dass sich das gezeigt hat. An dem darfst du arbeiten, liebe Beatrice. Ines schreibt, du verdienst es nicht mehr, Geld zu haben, als deine Ursprungsfamilie hatte. Der Ehemann hat das Geld. Ja. Auch hier die Generation, es ändert sich ja Gott sei Dank. Aber ich meine, in den 70er Jahren brauchte man in Deutschland die Unterschrift von seinem Mann, um überhaupt ein eigenes Konto eröffnen zu dürfen. Also falls ihr das nicht wisst, und das ist noch gar nicht so lange her, ist noch nicht mal 50 Jahre her, da war das komplette Thema Geld den Männern übergeben. Und wenn ich euch jetzt mal sage, dass Frauen die besseren Anleger sind, dass Frauen, es gab Jahre, da haben die Frauen an der Börse die Geschäfte gemacht, nicht die Männer. Und was hat das mit dem Thema Macht zu tun? Genau. Ich trigger, damit ihr maximal aus euch jetzt rausholt. Packt euch einen Zettel hin, schreibt auf, was da hochkommt. Und wenn du in dir denkst, dass du es nicht verdient hast, Geld zu haben und nicht mehr als deine Ursprungsfamilie, das ist natürlich geil, liebe Ines, weil du, wenn du das erkennst, wir haben ja da auch am Wochenende dran gearbeitet, wir haben in uns drin ganz häufig eine Geldgrenze. Nicht bewusst, aber fragt euch mal, was ist das, was ihr mit Leichtigkeit im Monat in eurem Business verdient? Und jetzt guckt mal, was war das Geld, was eure Eltern hatten? Und in der Regel ist es zufällig genau dasselbe.
weil wir innen drin, in unserem energetischen System dort wie so eine Grenze haben und in einen innerlichen, unbewussten Loyalitätskonflikt zu unseren Eltern kommen. Und ganz spannend, habe ich schon häufig erlebt, dass die Kinder gar nicht wissen, was ihre Eltern verdient haben und aufgrund dieser Sache mal nachgefragt haben und gesagt haben, Treffer, wir müssen es nicht wissen. Das ist ein Spüren-Thema. Und wir spüren im Unterbewusstsein, dass wir in eine Rechtfertigung kommen, wenn wir mehr Geld verdienen und da Themen hochkommen, die wir überhaupt nicht angehen wollen. Weil dann kommt natürlich die Angst dazu und. Der Ehemann hat das Geld, das Ding darfst du mal ganz schnell umdrehen, Ines, sonst wirst du dafür sorgen, dass du nie eigenes Geld hast. So, die Sabine schreibt, alles, was ich verdiene, muss ich abgeben. Das ist auch ein wunderbares Thema, in der Kindheit geprägt, dringend drehen. Kannst du drehen. So, Ines schreibt, wer Geld hat, hat die Macht. Jawohl. Und das ist super schön. Ich finde das toll. Also wird mein System dafür sorgen, dass ich immer genug Geld habe, um so in diese Macht zu gehen, die ich für mich haben möchte. Und ich meine, wie toll ist es? Ich habe die Macht, mir jemanden einzustellen. Ich habe die Macht, mit meinen Kindern in Urlaub zu fahren. Ich habe die Macht, mir eine Haushälterin zu leisten. Ich habe die Macht, ein tolles Auto zu fahren. Ist das was Schlechtes? Nein, das ist meine Macht, weil ich habe sie angenommen. Und das kann jeder Einzelne von euch. Und vielleicht Macht als mal etwas sehr Wirkungsvolles anzusehen. Wovor wir häufig Angst haben, ist dieses Thema Machtmissbrauch. Ja? Lela schreibt, Geld bringt Freiheit. Geld bringt Freiheit das gleiche wie Freiheit muss man sich erkaufen? Nee. Das ist so ungefähr das Gegenteil, liebe Lela. Schreibt aber immer noch rein, was ihr denkt zu meiner Frage vorhin. Wenn ich denke, Geld bringt Freiheit, wird mein gesamtes energetisches System dafür sorgen, dass ich viel Geld in mein Leben ziehe. Wenn ich aber, wie ich damals gedacht habe, Freiheit muss man sich erkaufen, wird mein energetisches System dafür sorgen, dass ich möglichst viel Geld ansammle, damit der Schmerz möglichst viel groß ist, damit ich möglichst viel wieder abgeben darf, um wieder frei zu sein. Das ist eine ganz beschissene Kombination. Ja? Das war echt ein Glaubenssatz. Und ich habe ihn 36 Jahre nicht erkannt. Und ja, ich habe gedacht, ich muss immer alles lassen. Wenn ich Beziehungen beendet habe, ja, bis auf den Hund habe ich nichts mitgenommen. Ich habe Häuser, Auto, bleibt alles da. Ist ja schon schlimm genug, wenn ich die Beziehung beende. Ja? Und weil ich mich schon so schlecht fühle, lasse ich alles da, verzichte auf alles. Alles, was geht, wird von mir verzichtet, genommen, damit ich ja kein schlechtes Gewissen habe. Und das noch kombiniert mit Geld. Also blöder geht's nicht. Aber wie gesagt, ich habe ihn dann erkannt. Und wie gesagt, alle Strategien, alles Wissen zum Thema Geld nutzt dir nichts, wenn du im System so ein Ding zu hängen hast. So, die Ines schreibt, einer reichen Frau aus meiner Familie wurde durch Männer das Geld weggenommen. Ja, ist eine blöde Geschichte. Würde sagen, warum haben diese Frauen das mit sich machen lassen? Mehr kann ich dazu gerade nicht sagen. Barbara schreibt, musst du ja immer hart arbeiten. Genau. Wir beweisen uns das, immer wieder hart zu arbeiten. Dieses harte Arbeiten ist übrigens eine sehr männliche Energie. Und was wäre, wenn du einfach in deine weibliche Energie, wenn du aus dieser arbeitest, in einer Leichtigkeit, in einer spielerischen Art und Weise und damit viel mehr Ergebnisse erzielst als in dieser harten Arbeitswelt. Und ich weiß, dass viele Frauen härter arbeiten als viele Männer. Aber das geht hier nicht um irgendwelche Geschlechtersachen, sondern das geht darum, dass viele Frauen in sich drinnen diesen Glaubenssatz haben. Männer haben den häufig nicht. Männer haben andere. Aber dieses, du musst hart arbeiten, haben Frauen. Mehr Frauen als Männer. Larissa, ist schön, dass du da bist. Kathi schaut zu. So, die Isse sagt, oh ja, ich habe keine Brille auf. Oh ja, das habe ich auch. Ich muss noch mehr lernen, ich bin noch nicht genug. Das ist ein wirkliches Erfolgsverhinderungsprogramm, weil du kannst noch 17 Ausbildungen machen. Du wirst immer das Gefühl haben, es ist nicht genug. Es reicht nicht, du weißt nicht genug.
Und du gehst nicht raus, weil du immer denkst, du musst noch das und das und das. Du verhinderst deinen Erfolg. Und ein Glaubenssatz, der wunderbar ist, fang an, bevor du bereit bist. Fang einfach an, bevor du bereit bist. Ich habe noch den, Perfektion ist der Killer des Erfolges. Weil ich konnte Nächte damit verbringen, perfekt irgendwelche Sachen zu berechnen und machen und tun. Und das ist Quatsch. Also, fang an, bevor du bereit bist. Und Perfektionismus ist der Killer des Erfolges. Weil du bist nicht in einer leichten, spielerischen, zaubern könnenden Energie, sondern du hängst deinen Kopf an Strategien. Du bist nicht in der Leichtigkeit. Und du kommst auf die genialen Ideen, mit denen du mit Leichtigkeit Geld verdienen kannst. Da kommst du gar nicht hin, weil du damit beschäftigt bist, hart zu arbeiten, noch nicht genug zu sein und noch das und das und das lernen zu müssen, anstatt das, was du kannst, zu nehmen, um damit Geld zu verdienen. Das ist ein wirkliches Erfolgsverhinderungsprogramm. Da hat sich gezeigt. So, aber liebe Isse, damit bist du nicht allein. Also wer kennt das hier noch? Schickt mal ein Herzchen. Wer von euch kennt das, immer mal wieder zu denken, da bin ich nicht gut genug. Das reicht nicht, andere sind besser. Wer von euch kennt das? Schickt mal ein Herz. Jetzt. Ja, die vielen Rollen als Frau reduzieren, um in die finanzielle Kraft zu kommen. Siehst du, nicht allein mit dem Thema. Genau. Ja, ich weiß, und damit stehen wir uns selber so im Weg. Die Rollen als Frau zu reduzieren, ist wirklich ein sehr großer Schlüssel, ja. Und ich meine, wer sagt, dass du Putzfrau sein musst, dass du all diese Sachen sein musst? Es gibt neben dir jemanden, der das macht für dich. Hast du wieder eine Rolle weniger. Ja, nicht gut genug zu sein. Seht mal, was da jetzt kommt, okay? Also gefühlt, danke, dass ihr da so ehrlich mit euch seid. Mit Freude und Leichtigkeit, Barbara, ja. Das ist der Schlüssel, da möchtest du hin. Und das ist der Schlüssel, mit Leichtigkeit dein Business wirklich zu kreieren und damit Geld zu verdienen. Nicht aus diesem Harten heraus. Die Natascha schaut zu. So, ich muss mal schnell, sonst komme ich hier gar nicht mit den Kommentaren hinterher. Die Kommentare nein. Teilweise denke ich schon. Macht es relativ. Ja, die habe ich, weil es große Verantwortung bedeutet. Ja, wenn sie gut ist, sieht sie das Potenzial der Person und erzählt eine neutrale Geschichte, die fast immer stimmt. Die Else schreibt, vielleicht kann jemand den jetzigen Stand feststellen, was ja dann in der Zukunft genauso ist, wenn man an sich nichts ändert. Da kriege ich jetzt gerade den Bezug, den Zusammenhang nicht hin. Frauen brauchen auch das Einverständnis, ob sie im Beruf arbeiten konnten. Naja, das ganze Thema dahinter. Und da loszulassen, dass es heute nicht mehr so ist, ist ganz, ganz wichtig. Weil heute kannst du wirklich alles kreieren. Du kannst heute entscheiden, wie du es möchtest. Frauen sind verantwortungsvoller. Geld nutze ich dafür, um mehr Freiheit zu bekommen durch eine Putzfree. Ja, ich sag mal, jede Frau, die ihr Business aufbauen will oder ihr Business hat und du hast nicht jemanden, der deine Wohnung putzt, für, keine Ahnung, 20, 30 Euro die Stunde, bist du dir nicht 20, 30 Euro die Stunde wert, in der du entweder an schönen Sachen arbeitest, an deinem Business arbeitest oder ein Eis essen gehst oder spazieren gehst, während jemand anders für dieses Geld deine Wohnung, dein Haus putzt. Also wenn du dir das nicht wert bist, dann bist du ja theoretisch, wenn man das Thema Wert mal nimmt, arbeitest du für weniger als eine Putzfrau. Sorry, wenn ich das so hart sage, denk mal drüber nach. Die Nina schaut zu. Die Jackie. Ines, dieser Frau wurde vor 70 Jahren das Geld weggenommen. Seitdem gibt es den Glaubenssatz, Frau darf nicht so viel Geld haben. Okay, Ines, aber den darfst du ja loslassen, okay? Du darfst dir erstmal aufschreiben, du kannst diesen Glaubenssatzprozess nehmen und du nimmst diesen Glaubenssatz jetzt und schreibst mal dazu beantwortest dazu mal diese Fragen. Und du wirst zum Schluss merken, dass das Ding einfach nur eine Geschichte ist, die in deinem System drin hängt. So, ihr habt jetzt auf die Frage hoffentlich geantwortet. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Kann doch jemand die Frage nochmal reinschreiben? Juhu! Oh Gott. Moment.
Bitte, bitte schreib mir nochmal die Frage rein. Ich würde mich gern öffentlich präsentieren, da habe ich Probleme mit. Das Zeigen ist bei ganz vielen genau das Thema. Wenn du dein Business rausbringen willst, musst du dich zeigen. Wenn du dich nicht zeigst, und zwar so, wie du bist, so authentisch, dann machst du es dir natürlich schwer, weil dich niemand finden kann. Und wenn dich niemand finden kann, kann dich niemand buchen. Ja, bitte, Ines, nimm den Glaubenssatz raus. Ich habe die Frage vergessen, Entschuldigung. Was glaubt ihr? Ist weg. Also seid mal so lieb, schreibt mir mal bitte die Frage nochmal rein. Und ich mache schon mal mit dem nächsten Schlüssel vor. Weiter. Also wie gesagt, dieses ganze Thema, was glaubt ihr? Was sind eure Glaubenssätze? Was sind eure hypnotischen Muster, die sich zeigen dürfen? Ja? Die dürft ihr verändern, wenn ihr euer Einkommen verändern wollt. Wenn ihr euer Einkommen verdoppeln wollt, dürft ihr Dinge anders denken. Und nicht nur ihr dürft, ihr müsst ihr anders denken. Sonst habt ihr genau das, was ihr bis heute an Ergebnis habt. Ah, nee, nicht wer kennt das Gefühl zu haben, nicht gut genug zu sein. Davor die Frage. Also ich denke, sonst fällt sie mir wieder ein. Ach, mit der Macht. Genau. Was denkt ihr zum Thema Macht? Okay, wir machen mal weiter mit dem nächsten Schlüssel, sonst rennt uns die Zeit weg. Der dritte Schlüssel, um deine Einnahmen zu verdoppeln, ist das Thema, deine Komfortzone zu verlassen. Und die Komfortzone ist noch was anderes wie dein Glaubenssystem. Wir haben in allen Lebensbereichen unsere schön definierten Komfortzonen. In denen fühlen wir uns sicher, in denen kennen wir uns aus. Und in dem Moment, wo du deine Einnahmen verdoppeln möchtest, wo du dein Einkommen wirklich hochfahren willst, verändern willst, gilt es darum, deine Komfortzone zu verlassen. Und es ist so, wenn du ein anderes Ergebnis haben möchtest als das Ergebnis, was du bis heute hast, dann musst du Dinge anders tun, als du sie bis heute tust. Klingt logisch. Das Schöne ist, es ist auch logisch. Wenn du dasselbe tust wie immer, wirst du dasselbe Ergebnis wie immer bekommen. Du kannst mal an irgendeiner Strategieschraube drehen, aber du wirst nicht wirklich andere Ergebnisse erzielen. Und wenn du sagst, ich habe heute 1000 Euro und du willst 10.000 Euro verdienen, oder du hast heute 2000 und willst 20.000 Euro verdienen, ist absolut möglich. Es ist nur ein anderes System dahinter. Aber das, was du als allererstes musst, ist deine Komfortzone zu verlassen. Raus aus dieser 1000 Euro oder 2000 Euro Komfortzone. Ach, oh, die Zukunft voraussagen. Danke, liebe Sarah. Mann, die Komfortzone, dann komme ich auf die Frage zurück. Wenn du ein anderes Ergebnis haben willst, musst du in dir eine andere Wahl treffen. Du musst andere Entscheidungen treffen als bis heute. Wenn du bis heute so und so entschieden hast und würdest aber so und so entscheiden, kann es sein, dass das Angst macht. Es kann sein, dass du dich aus deiner Komfortzone heraus bewegst und dadurch dich erstmal sehr unsicher fühlst. Das ist aber der Schlüssel. Wenn du etwas anders haben willst, musst du andere Entscheidungen treffen. Du musst eine andere Wahl treffen. Ganz, ganz wichtig. Und das fühlt sich nicht immer gut an. Das fühlt sich nicht angenehm an. Manchmal fühlt es sich so kribbelig an und so voller Vorfreude. Und dann kommen so diese Ängste raus. Und da merkst du, dass diese Entscheidung so richtig ist. Ja? Andere Sachen, andere Entscheidungen treffen, andere Wahlen treffen, ist der Schlüssel, seine Komfortzone zu verlassen. Im schlimmsten Fall klappt mal was nicht. Na und? Dann weißt du, was nicht funktioniert. Aber du bist aus deiner Komfortzone rausgegangen. Und damit vergrößert sich sofort deine Komfortzone. Wie kann ich es noch rausholen? Also gibt es zum Beispiel bestimmte Sachen, Luxus? Gibt es bestimmte Sachen beim Luxus, die dir unangenehm sind? Frag mal kurz rein, gibt es was, was dir unangenehm ist? Unangenehm, dass andere Menschen anders gucken oder was ist es? Und dann tu mal genau das. Und du wirst merken, du wirst sofort deine Geldenergie verändern, weil du stretchst so deine Komfortzone zu diesem Thema. Und wir wollen ja hier darum, ein höheres Einkommen zu generieren. Guck so zum Beispiel, wie
du Themen auf dem Ding Luxus hast und dann gönnst dir mal. Probier das mal aus. Die Bereitschaft, mehr Geld zu empfangen, ist ein unheimliches Verlassen unserer persönlichen Komfortzone. Gerade viele Frauen haben ja so das Thema, nehmen sind wir ja Spezialisten und geben sind wir Spezialisten. Und beim Thema nehmen tun wir uns schwer, weil wir immer denken, wir müssen jetzt einen Gegenwert bringen. Wir müssen jetzt etwas leisten. Wenn du etwas annimmst, musst du etwas zurückgeben. Das sind Glaubenssätze. Und wenn du dein Geldbewusstsein verändern willst, wenn du deine Geldrealität verändern willst, vergrößern willst, dann geht es darum, dass du überhaupt erstmal bereit bist, dieses Geld zu empfangen. Und das klingt jetzt erstmal so einfach, ja, aber horch da mal in dich rein. Was kommt zu dem Thema jetzt hoch? Wo bist du noch nicht bereit, überhaupt das Geld zu empfangen? Weil du denkst, jetzt musst du aber noch härter arbeiten, noch mehr leisten, noch mehr Gegenwert bringen und. Okay? Und auch das Thema Komfortzone verlassen, sichtbar werden. Hast du Angst, noch sichtbar oder überhaupt sichtbar zu werden? Und das Ganze, warum? Warum? Warum hast du Angst, bewertet zu werden, wenn du sichtbar wirst? Das ist ein Glaubenssatz, das ist ein Glaubenssystem. Was, wenn du sichtbar werden würdest und genau die Frauen dich sehen könnten, die genau das brauchen, was du kannst? Wie toll wäre denn das? Und warum wirst du nicht sichtbar? Welche Angst steckt dahinter? Ja, genau. So, und jetzt gucken wir mal in das Ding, wo wir vorhin gefragt haben, was denkst du, kann jemand in deine Zukunft schauen? Und da gab es Ja's, da gab es Nein. Ob man die Zukunft voraussagen kann. Und ich sage euch mal, welche Theorie ich dazu dem Thema habe. Ich denke, oder das ist die Wahrheit, die ich für mich empfange, wenn ich in Seelenkommunikation gehe, wenn ich mit Business-Teams kommuniziere, wenn ich überhaupt mich mit der medialen Welt verbinde, dann kommt das, was sich für mich absolut richtig anfühlt und was meine Definition dazu ist, dass du dir da oben überlegt hast, was du hier unten machen möchtest. Du hast dir überlegt, warum du hier runterkommst, welche Aufgabe du in die Welt bringen willst und was du lernen möchtest. Und du bist hier runtergekommen und nicht auf dem Mars gelandet oder was weiß ich nicht wo, weil du ein Mensch werden wolltest, weil du einen menschlichen Körper haben wolltest. Und weil du maximalen Spaß haben wolltest. Ja? Sonst hättest du auch ein Vogel werden können. Oder der hat vielleicht auch Spaß. Aber du wolltest denken können, alle diese Sachen. Und du hast dir genau überlegt, was du hier willst. Und da ranzukommen, finde ich, ist immer wie so ein Turbo, baff, der in dir alles aufmacht. Der diese ganzen Dramen und Themen, die wir in diesem Leben oft als unsere Geschichten alle so abkaufen, so klein und nichtig machen, wo du in so eine Freude kommst, in so einen Flow, in so eine Leichtigkeit, weil du weißt, es hat alles einen Sinn gehabt, wo du dich nicht mehr auf deine Dramen einlassen musst, wo du nicht mehr in diese ganzen Bullshit-Stories einsteigen musst, weil die alle einen Sinn hatten und jetzt hast du es gelernt. Okay? Und es geht darum, dass du deine Aufgabe in die Welt bringst. Und damit kann eigentlich niemand die Zukunft voraussagen, weil du bist der Schöpfer deiner Realität. Und wenn du heute entscheidest, dass du in deinem System eine Änderung vornimmst, die ist immer in dem, was du dir oben vorgestellt hast. Wenn du hier aber in eine Richtung rennst, dir dein Leben schwer machst, du in deinen Dramen versinkst, wird irgendwo der Moment in deinem Leben kommen, wo du erkennst und wo du alles umdrehen kannst, wo du anders leben kannst, anders entscheiden kannst, anders denken kannst. Interessanterweise fangen wir sogar an, anders auszusehen, wieder attraktiver zu werden, wenn wir in unsere Freude, in unsere Leichtigkeit kommen. Und allein das ist doch ein Grund, oder? Also, damit kann niemand deine Zukunft vorhersagen. Kein Hellseher, kein Kartenleger, kein Tarotkünstler, niemand. Er kann dir immer nur sagen, was dein Seelenplan irgendwo auf dem Weg ist, damit du dort wieder rankommst. Und du bestimmst deine Realität, weil du hast alles in dir, um diesen Weg zu gehen. Das bedeutet,
es kann niemand vorhergesehen sagen, dass du entschieden hast, jetzt ein Leben in Armut zu leben. Wenn du in dir drin spürst, das ist Quatsch, ich möchte mehr, dann hast du dir dieses Thema gesucht, um es dir erstmal maximal schwer zu machen, also Sarah jetzt auch, um da durchzugehen. Um zu sagen, ja, okay, und jetzt habe ich es endlich gelernt und jetzt riecht das Ding für mich und jetzt lasse ich endlich zu, dass ich mehr darf. Und jetzt habe ich das gebraucht, um jetzt endlich annehmen zu können. Und es könnte sogar sein, dass es was mit deiner Aufgabe hier zu tun hat. Ganz häufig müssen wir durch diese Schmerzen, die wir uns in diesem Leben erstmal reinholen, durch, um diese Aufgabe wirklich dann erledigen zu können. Und vielleicht hilft dem einen oder anderen, dass diese ganzen Dramen vielleicht einfach nötig waren, damit du etwas gelernt hast, was mit deiner Aufgabe zu tun hat. Okay? Man muss es nur tun. Neid, Missgunst. Ich bin gegen Gold. Ich bin gegen Gold. Ich bin gegen Gold. Verstehe ich nicht, Christiane. Andrea, ich habe gestern und heute auf allen Portalen meine Preise angepasst, also erhöht. War eine Challenge, aber ich habe es gemacht. Ja, Andrea, wie geil, wie geil, wie geil. Und ich verspreche dir, es kommen andere Kunden, bessere Kunden. Yes, wie cool. So, weil Bewertungen wehtun. Ja, na klar tun uns Bewertungen weh. Aber was ist, wenn jede Bewertung, die du bekommst, dir ab sofort Geld bringt? Und damit sind wir bei Punkt 4 und sind mit der Zeit ein bisschen drüber. Okay, Punkt 4. Schätze dich und deinen Wert. Investiere in dich. Der absolute Schlüssel, um deine Einnahmen zu verdoppeln, ist, lerne erstmal deinen Wert kennen. Was kannst du? Was kannst du? Wer bist du? Was sind deine Fähigkeiten? Was kannst du? Ja? Und das, was du kannst, das kannst du schon. Dafür brauchst du nicht noch eine Ausbildung. Dafür brauchst du gar nichts, außer endlich den Mut, dir einzugestehen, dass du es kannst. Und es ist völlig Wurst, ob man das in eine Bezeichnung pressen kann. Vielleicht bist du so einzigartig, dass du etwas kannst, was noch jemand Namen gegeben hat. Ja? Wichtig ist, dass du dich und deinen Wert schätzt. Dass die Dinge, die dir leicht fallen, die zum Teil so normal sind, dass du gar nicht merkst, dass andere, wo du immer denkst, das müssen doch alle können. Warum können die das nicht? Weil das so normal für dich ist. Das ist das. Das Geschenk. Und das ist das, was du erstmal so wertschätzen darfst. Und dann kannst du sofort dein Einkommen erhöhen, weil das fällt dir so leicht. Das ist sowas Besonderes in der Regel. Und für dich ist es aber so normal, dass du es nicht anerkennst. Also erkenne dich an, schätze deinen Wert, erhöhe deinen Wert, investiere in dich. In dich, nicht nochmal in die Birne. Nicht in noch ein Zertifikat oder noch in 17 Hörbücher oder in irgendwelche Online-Kurse, die du dann doch nicht durchziehst, weil du merkst, mein Gott, habe ich alle schon dreimal gehört. Ja? Sondern investiere in dich. Kriege raus, welchen Wert hat deine Arbeit? Dein Business? Welchen Wert bringst du anderen Menschen? Welchen Wert hat diese Arbeit, diese Methode, dieses Ergebnis? Und erhöhe deinen Wert. Investiere in dich, in deine Entwicklung, in dein, von mir aus, in Sichtbarwerden. Das ist, investiere in dich. Investiere in deine Erfolgsverhinderungsprogramme zu lösen. Investiere in dein neues Mindset, in dein Denken als Unternehmerin. Nimm dir Unterstützung für dich, nicht für, wie mache ich die Behandlung? Die kannst du, okay? Sondern wirklich dein Wert. Je mehr du in dich investierst, umso höher wird dein Wert. Und dann wirst du nicht mehr selber putzen, sondern dann ist es für dich völlig normal, dass deine Putzfrau kommt. Und irgendwann kommt eine Köchin und eine Haushälterin, weil das dein neues Normal ist. Weil du in der Stunde, wo du dich entspannst, mehr Geld kreierst durch deine Ideen, als du die mit Haushaltstätigkeiten. Es sei denn natürlich, also ich denke sehr viel beim Kochen zum Beispiel, da kommen ja auch gute Ideen. Was macht dir Spaß? Wenn es dir aber keinen Spaß mehr macht, abgeben. Es gibt für alles Menschen, denen das Spaß macht. Okay? Also investiere vor allem in dich, ein ganz, ganz großer Schlüssel. Und gucke, was brauchst du, um mit deiner Persönlichkeit weiterzukommen?
Persönlichkeitsentwicklung ist so ein abgedroschenes Wort, aber jedes Verlassen deiner Komfortzone verändert deine Persönlichkeit. Jedes Verlassen deiner finanziellen Komfortzone verändert deine Geldrealität. Jedes Verlassen deiner persönlichen Komfortzone verändert deine Wahrnehmung, deine Bewusstseinsebenen. Und diese ganzen Zwiebelschalen, die du dir um dich rumgepackt hast, diese ganzen Dramen, diese ganzen Storys, die du so fleißig um dich rumgebastelt hast, diese Zwiebelschalen gilt es aufzulösen. Und das ist im Oberbegriff Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, die kannst du nicht alleine, weil du hast diese Zwiebelschalen. Du brauchst jemanden, der von außen manchmal den Schleier wegzieht, weil du das Ergebnis, die Lösung nicht siehst, der dir manchmal das Brett vom Kopf wegnimmt, weil du die ganze Zeit vor der Wand stehst, wo daneben eine Tür ist. Das meine ich damit. Investiere in dich, ganz, ganz wichtig. Das heißt, dass du natürlich Geld in dich investierst und der Glaubenssatz, jeden Cent, den du in dich investierst, der kommt zigfach zu dir zurück. Und ich habe bei mir zum Beispiel auch unheimlich viel investiert in meine Ausbildung, in Coachings, in Persönlichkeitsentwicklung. Ganz intensiv, also seit ich 16 bin und ganz intensiv seit 2003. Und für mich war es völlig normal, dass ein Seminartag 3.000 Euro kostet. Und das Erste war, ich bin dort ganz anders hingegangen und ich bin immer wieder rausgegangen, habe sofort was anderes anders gemacht und umgesetzt und mir als Erstes immer das Geld wieder reingeholt. Das war für mich jetzt wichtig. Und ich habe sofort gemerkt, okay, das habe ich jetzt einmal reingeholt, aber jetzt hole ich es nochmal rein. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Und ich habe jedes Mal meine Komfortzone verlassen und jedes Mal danach ein höheres Ergebnis bekommen. Also wo bist du auch nicht bereit, in dich zu investieren? Weil ich sage mal, ist wie beim Coaching. Na klar, wenn du dein Geldbewusstsein komplett verändern willst, musst du bereit sein, deine finanzielle Komfortzone zu verlassen. Erst dann können wir die ganzen Sachen drehen. Das ist für mich wie ein Pfand. Das heißt, wenn du nicht bereit bist, ein Pfand in dich zu investieren, weil du nicht glaubst, dass du das Geld wieder reinholst, das ist nämlich der wirkliche behindernde Glaubenssatz dahinter. Wenn du nicht an dich glaubst, glaubst du nicht daran, das Geld wieder reinzuholen. Und dann bist du nicht bereit zu investieren. Damit verlässt du deine Komfortzone nicht und damit bleibt alles, wie es ist. In einen Satz gepackt. Ich bin gerade sehr ehrlich, weil ich möchte, dass ihr ein Ergebnis kriegt. Und dieses ganze Blumige drumherum bringt euch nicht weiter. So, ich muss nochmal in die Kommentare gucken. Lila, wenn du dazu noch den Glaubenssatz Geld ist Macht hast, dann steht dir das bestimmt ganz schön im Weg. Also mir hat der Glaubenssatz Geld ist Macht sehr geholfen. Und zwar meine Macht anzunehmen, mich abzugrenzen und ganz klar zu sagen, okay, bis hier und nicht weiter. Das hätte ich mich nicht getraut mit diesem alten Glaubenssatz. Und für mich ist Macht halt nicht negativ belegt, sondern je mehr Macht ich habe, umso mehr Gutes kann ich tun. Umso mehr kann ich investieren, umso mehr kann ich geben, umso mehr kann ich spenden, umso mehr kann ich eben auch kostenfrei rausgeben für jemanden, der noch nicht da ist und für jemanden, der diese Infos aber braucht, um weiterzukommen. Das ist meine Art von Macht. Für mich ist Macht nicht negativ belegt. Also guck mal, welche Definition du da drauf hast. Was ist denn eine Investition in mich, schreibt Andrea. Das, was du gerade machst, Andrea, ist eine Investition in dich. Zum Beispiel ein Coaching. Weil du löst doch für dich die Themen auf. Und na klar, bezahlst du erstmal Geld dafür und dann holst du es dir wieder. Und je höher der Invest in dich ist, also ich habe auch schon mal für Jahresprogramme mehrfach fünfstellig investiert. Ich habe auch im letzten Jahr geschafft, wirklich 150.000 Euro zu investieren. Und das ist mein neues Normal. Weil ich habe entschieden, ich bin bereit, das in mich zu investieren. Und ich hatte keine Ahnung, was ich überhaupt dafür bekomme. Aber ich habe entschieden, ich mache es, weil das hat sich so krank angefühlt, so raus aus meiner Komfortzone, dass ich gesagt habe, ich muss es jetzt probieren und es ist nur eine Energie. Und als allererstes suche ich mir diese Energie wieder. Versteht ihr? Und dann wird es ein neues Normal. Sich selbst belohnen. Sich selbst belohnen, genau.
Und guck mal, liebe Barbara, welche Definition du mit Belohnen und Geld noch kombinierst. Du hast da eine Energie drauf auf dem Thema Belohnen. Wie könntest du dich belohnen? Wie könntest du dich belohnen und dabei deine finanzielle Komfortzone verlassen? Anja schreibt, ich bin zu spät dran. Ist gar nicht schlimm, guck einfach ab jetzt zu, Anja, und dann hol den Rest dir im Replay rein. Alles gut. Barbara, spring über deinen Schatten, werde präsent. Yes. Und löse deine Themen dabei auf. Je mehr du deine Themen auflöst, umso authentischer wirst du, je authentischer du wirst, umso mehr sprichst du die Kunden an, die du ansprechen willst. Weil du einfach nur für dich erzählst, wie ich gestern im Live und mich gewundert habe, warum keiner reinkommt. Also wer das Thema hat, Facebook hat ein Update gemacht. Und damit ist automatisch dieses, wenn du etwas postest, auf nur ich gestellt. Und keiner kann sehen, was du postest. Und es ist blöd, wenn du 2 Wochen postest und dich wunderst, warum keiner deine Posts angezeigt kriegt. Sonja hat umgeschrieben, dass Macht und Neid, dass für sie Neid und Missgunst bedeutet. Sie ist in Kombination mit Geld, ist Macht bestimmt ziemlich ungünstig. Wenn das Thema Macht für dich negativ belegt ist. Okay, genau. Liebe Wendy, ich hoffe, es gibt eine Aufzählung, dann sehe ich die Schlüssel 5 dort vielleicht. Ich habe jetzt einen Termin. Okay, alles gut, liebe Christiane, guck dir den Rest an. Wir sind ja auch gleich durch. Und mir war es einfach wichtig, dieses Thema, schätze dich, deinen Wert und sei bereit, in dich und diesen zu investieren. Und nicht in die zigste weitere Ausbildung, von der du danach immer noch nicht denk, immer noch denkst, du bist nicht gut genug. Okay, ich hoffe, das ist jetzt rübergekommen. Es ist nochmal ganz wichtig, du bist derjenige, der in deinem Business zuerst das Invest machen muss. Und erst dann können deine Kunden in deine Dienstleistung investieren, in dich. Denn wenn du dir nicht erlaubst zu wachsen, werden deine Kunden nicht bei dir kaufen. Weil das ist wie, mach den Ofen an, ja, mach mich warm, dann hole ich dir Holz. Funktioniert nicht. Erst musst du Holz holen, musst den Ofen anmachen und dann kann er dich wärmen. Und das ist dieser Invest in dich. Der muss bereit sein, in dich zu investieren, an dich zu glauben. Und erst dann werden Kunden bei dir investieren. Guck mal gerade noch nebenbei wieder rein. Okay. Schlüssel Nummer 5. Und Schlüssel Nummer 5 ist definitiv, hab Spaß dabei. Freude. Wo bist du in der Freude und wo bist du es nicht? Bist du in deinem Business, im harten Arbeiten, bist nicht in der Freude, wirst du damit nicht dein Einkommen verdoppeln. Wir werden bewusster. Wir sind in 2020. Die Energien haben eine völlig andere Frequenz angenommen, haben eine andere Energie angenommen. Wenn du etwas tust in deinem Business, wo du nicht dabei bist, ständig Freude zu spüren, wird es eher das Gegenteil passieren. Deine Einnahmen werden weniger. Du kriegst immer mehr den Hammer. Immer am Anfang noch ein bisschen, beim Bing, 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 Bing. Und irgendwann kommt der Hammer richtig, damit du erkennst, dass es darum geht, dass du in die Freude kommst. Und das wird anfangen, im Außen dich zu boykottieren. Und deswegen, Geld folgt immer der Freude. Und da, wo du keine Freude hast, wirst du kein Geld verdienen oder nur durch harte Arbeit, durch viele Strategien, die dich auslaugen werden und trotzdem dir nicht wirklich was schaffen werden. Die meisten Menschen wissen nicht, was ihre Freude ist. Sie wissen nicht, wobei sie in die Freude kommen. Und das ist deine Challenge. Kriege raus. Was macht dir Spaß? Du hast so eine vage Vorstellung manchmal. Und manchmal hat das gar nichts mit Geldverdienen zu tun. Und es ist deswegen so unheimlich wichtig, dass du es rausbekommst. Weil jetzt kannst du gucken, wie kannst du das integrieren? Weil Geld folgt immer der Freude. Diese Definition, die du darüber hast, was Spaß sein soll, was Freude sein soll, das sind Definitionen. Und wie man sich zu freuen hat im Business oder guck mal, was da, wo da so eine Ansichten bei dir drauf sind. Oder wo vielleicht sogar kommt, ja, das kann ja jeder kommen hier, ja. Wenn das alles Freude ist, Freude, Freude, Eierkuchen, damit verdienst du aber kein Geld, muss ja schließlich hart sein. Steckt da wieder dahinter. Guck mal, wie viele Menschen um dich rum
sind in ihrer Freude, somit in ihrer Geniezone und verdienen mit dem Herzensthema Geld. Schau mal hin. Siehst du da ganz viele oder siehst du da eher ganz wenige? Und dann guck mal, was hat das mit deiner momentanen Realität zu tun? Das ist für mich ganz wichtig, wenn du niemanden findest, der um dich rum mit Freude, mit Leichtigkeit, mit seinem, wofür er brennt, wirklich Geld verdient, dann darfst du als allererstes mal wirklich deinen Fokus verändern, deinen Filter austauschen und mit einem anderen Fernrohr in die Welt gucken. Weil sonst machst du es dir auch sehr, sehr schwer dabei. Und das war der fünfte Schlüssel, wirklich gucke, wie du Freude dabei hast. Das ist wichtig. So, und Moment, Kommentare. Damit sind wir mit den fünf Schlüsseln eigentlich durch, dass du wirklich, ich fasse sie noch mal kurz zusammen für euch. Der erste Schlüssel war, committe dich, triff eine Entscheidung für dich, für dein Business, für deine Finanzen, für dein Herzensthema, wofür auch immer, aber triff eine ganz klare Entscheidung für dich. Der zweite Schlüssel war, kriege raus, was denkst du? Wie funktionierst du? Wie tickst du? Was sind da an unbewussten Glaubenssätzen im System? Was hängt da in dir drin, was es dir immer wieder schwer macht? Denn was du im Bewusstsein hast, kannst du verändern. Das ist das, da habe ich riesen Spaß dran. Ja, und das darf schnell gehen, das darf leicht sein, das darf Spaß machen. Und es muss nicht Drama sein, null, überhaupt nicht. Okay, Punkt 3, raus, out of the box, raus aus deiner Komfortzone. Beim Geld, beim Business, beim Denken, wo auch immer. Gucke, wo habe ich mir meine Komfortzone gebastelt und was kann ich bewusst tun, um da rauszugehen. Und ja, das ist nicht immer angenehm und daher wieder so viel Spaß wie möglich, so viel Neugierde und Freude an der Erfahrung bei dem, was du dann lernen wirst und dann wird es nicht schief gehen. Okay? Wenn du aus Angst und Drama da rausgehst, weil der Schuh so doll drückt, dass es nicht mehr anders geht, gehst du nicht aus deiner Komfortzone, die wechselt nur die Farbe. Okay? Punkt 4. Schätze dich wert. Schätze deinen Wert. Definiere deinen Wert neu. Bringe die Fähigkeiten raus. Investiere in dich, in deine Entwicklung. Investiere in dich. Nicht in die 17. Strategie. In dich. Nur in dich, um in deine Fähigkeiten zu kommen. Um in deine, was dir leicht macht, wirklich hinzukommen. Das ist das Thema deines Wertes. Je mehr du für dich selber deinen Wert definierst, umso mehr werden die Kunden bereit sein, diesen Wert zu bezahlen. Sind Kunden nicht bereit, deinen Wert zu bezahlen, deinen Preis zu bezahlen, könnte das was mit dir zu tun haben. Da hingucken. Okay, Punkt 5, Freude. Freude, Freude, Freude. Folge deiner Freude, ganz wichtig. Und das ist genau das, wir machen am 30. starten wir mit der Rakete. Und die Rakete wird diese Themen mit euch machen. Also, wir haben ja schon mal hier einen Ablauf geschrieben. Und ich möchte euch das jetzt sagen, was wir in der Rakete machen. So ganz genau lasse ich das ja wieder entstehen, aber die Themen. Die Rakete 2020 ist für dich richtig, wenn du es angehen willst, wenn du Dinge verändern willst, wenn du Dinge neu definieren willst, wenn du deine Erfolgsverhinderungsprogramme lösen willst, kennenlernen willst. Dann ist die Rakete für dich das Richtige, wenn du deine Ziele erreichen willst. Wir werden in der Rakete, die startet am 30. für 5 Tage. Es ist eine Online-Challenge, eine intensive Online-Arbeit, die ganz, ganz viel, wenn du da jetzt mal einen Tag nicht kannst, ist nicht schlimm. Es wird alles aufgezeichnet. Vielleicht brauchst du auch mehr als 5 Tage, das ist okay. Aber es geht darum, dass wir jeden Tag ein Thema angehen, wo du guckst, wie kommst du ganz konkret in deinem Business damit weiter. Wir werden an die Ziele rangehen. Ihr werdet nochmal deine Ziele definieren. Und wir werden manifestieren. Ihr werdet die Schlüssel an die Hand kriegen, wie ihr wirklich eure Ziele manifestiert. Wir werden ins Mindset gehen. Erfolgs- und Unternehmer-Mindset. Ganz intensiv. Und ihr werdet richtig Spaß dabei haben. Glaubt mir. Haha. das ist das Thema. Wir werden die Positionierung angehen. Du hast ein Business, ob du jetzt offline, online arbeiten willst, du brauchst eine Positionierung und zwar eine einzigartige Positionierung. Und das ist das, wo ganz, ganz viele nicht weiterkommen. Wir werden an deiner Positionierung arbeiten und zwar an deiner Einzigartigkeit, an deiner einzigartigen Positionierung. Yes. Wir werden manifestieren und wir werden manifestieren. Das heißt, wir werden darin gehen,
warum dir vielleicht Verkaufen noch nicht Spaß macht. Und Verkaufen ist Liebe. Und wir werden da reingehen, wie du deine Dienstleistung so verkaufst, wie du die in die Welt bringst. Und das mit einer einzigartigen Art und Weise, weil du gar nicht anders kannst, weil du das so liebst, was du tust. Okay? Also wird ganz, ganz, ganz toll. Wir werden natürlich über Commitment reden. Wie committest du dich deinen Kunden gegenüber, deiner Dienstleistung, deiner Vision, deinen Fähigkeiten? Wie kannst du das natürlich alles jetzt auch sofort für dein Business anwenden? Wie kannst du es umwandeln? Wie kannst du es genau so, wie es ist, jetzt in die Welt bringen? Mir geht's nach der Rakete, dass ihr abgeht wie ein Zäpfchen. Mir geht es darum, dass ihr wirklich die Rakete zündet. Wir werden so das Feuer darunter machen, und zwar gemeinsam. Es ist eine Challenge für Unternehmerinnen, und zwar für ganz, ganz viele, weil es geht darum, sich zu vernetzen, sich zu verbinden, sich gegenseitig stark zu machen in dieser Challenge. Daher ladet auch gern noch andere Unternehmerinnen mit ein. Die, die drinne sind, dürfen ja andere mit einladen. Und nutzt es. Es wird wirklich ganz, ganz großartig, und wir werden in 5 Tagen, werde ich euch so viel Wissen, so viel Content an die Hand geben. Damit füllen andere ganze Coaching-Programme. Okay? Mir ist es wichtig, dass ihr einen möglichst großen Wert für euch aus dieser 5-Tages-Challenge rausholt, dass ihr da draußen sofort ins Umsetzen geht, dass ihr ins Tun kommt, dass ihr gar nicht dahin kommt, darüber nachzudenken und euch wieder in irgendein Erfolgsveränderungsprogramm zu verstehen. Mir geht es darum, dass ihr wirklich rausgeht, dass ihr umsetzt, dass ihr das, was euch bis heute davon abgehalten hat, wirklich auch euer Einkommen zu verdoppeln, dass ihr es tut, dass ihr es tut, dass ihr es macht. Wir werden Spaß haben. Glaubt mir, das wird wirklich ganz, 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 ich freue mich so drauf. Also als wir jetzt auch noch aufgeschrieben haben, was wir dann in den einzelnen Tagen machen, freut euch. Also wer mich kennt, weiß, es darf leicht gehen, es darf Spaß machen, aber es darf trotzdem unheimlich wirkungsvoll sein. Es darf ganz doll transformativ sein, aber es muss nicht immer wehtun. Es darf wirklich leicht gehen. Okay? So, ihr Lieben, ich gucke nochmal in die Kommentare. Wenn ihr eine Frage habt, dann her. Ansonsten sind wir für euch durch. Und wen ich jetzt noch nicht in der Rakete, nee, andersrum, wer sich jetzt noch nicht bei der Rakete angemeldet hat, meldet euch an. Mehr kann ich euch in 5 Tagen nicht geben als diesen wertvollen Content, womit ihr alles in der Hand habt, um in 2020 endlich wirklich eure Ziele zu erreichen. Und wenn ihr da nicht dabei seid, dann weiß ich nicht, was ich noch machen soll. So, ich freue mich auf die Rakete, ja. Ja, ich freue mich auch so. Ach, die Petra hat gerade, ach, auf Petra ist immer verlassen, ja. Petra hat gerade den Link reingepustet. Danke, du Liebe. Ines ist dabei. Ja, ich weiß, es sind schon ganz, ganz viele dabei, und ich weiß, was für coole Frauen. Ihr werdet abgehen wie die Raketen. Ich freue mich. Ja. Es wird eine Aufzeichnung geben. Weiß ich jetzt nicht, wo die Frage herkommt. Also, ihr Lieben, Raketen.